Hier beim ökumenischen Empfang in Wien darf natürlich Walter Bösch nicht fehlen. Walter, du bist Teil der wirklich ökumenischen Szene hier in Wien, Pastor der Pfingstgemeinde. Ihr habt zu Weihnachten Kardinal Schönborn eingeladen. Habt ihr öfter Kardinäle für Weihnachtsgottesdienste? Nein, das war für uns selber eine Überraschung, dass auf die Frage, wann haben Sie dann letztes Mal in einer Freikirche gepredigt, hat er gesagt, ihr müsst die Frage anders stellen. Wann habe ich zum ersten Mal gepredigt in einer Freikirche? Vor 30 Jahren. Und das hier ist das zweite Mal. Also wir als Gemeinde haben das so genossen, den Kardinal zu erleben in seinem Glauben, in seiner Schlichtheit, in seiner Ehrlichkeit. Und auch am Ende war es auch ein Aufruf zur Sendung an dieser Welt. Wir Christen müssen der Welt wieder klar machen, wie Jesus sie liebt und dass sie Jesus brauchen. Ich hätte selbst gern dabei sein wollen. Es ist sich terminlich nicht ausgegangen, aber Gott sei Dank, das Gespräch mit ihm, seine Predigt, ist im Interview online verfügbar. Ich habe es mir angehört, das war wirklich großartig. Ja. Ihr seid ja überhaupt sehr ökumenisch unterwegs. Die Expedithalle ist so ein bisschen der Treffpunkt geworden. Expedithalle, die ehemalige Anker-Brotfabrik, dort gibt es jetzt Brot des Lebens. Ihr trefft euch als Gemeinde dort, aber ja nicht nur ihr. Ja, also wir hatten dann gleich im Jänner den Gottesdienst mit der Evangelischen Allianz, die den Startgebetswoche der Evangelischen Allianz, da waren 800 Leute zusammen plus Kinder. Das war auch ein wirklich starkes Erlebnis mit der evangelischen und der freikirchlichen Welt von Wien zusammen Gottesdienst zu feiern. Das war auch wieder ein Hammer. Und es bringt auch ein bisschen das zum Ausdruck, was mich bewegt, nämlich, dass ich gerne mit Christen, mit anderen Kirchen, Freikirchen zusammenarbeite, wenn es darum geht, ein Zeugnis für Christus in dieser Stadt und in unserem Land zu sein. Das letzte Mal, dass ich bei euch in der Expedithalle zu Besuch war, das war anlässlich einer Versammlung zum Thema Awakening Europe, Awakening Austria. Ben Fitzgerald war da und hat diese Initiative vorgestellt. Das ist jetzt schon ein paar Monate her, inzwischen gibt es ja Neuigkeiten. Ja, mittlerweile ist ja da ein Team entstanden und viele Gemeinden haben sich dafür entschieden, da wollen wir mittun. Auch die Plattform Versöhnung, die Allianz lässt es den Leuten offen. Und ich möchte nur ermutigen dazu, dass Gemeinden, also Freikirchen, Pfarrer, evangelische Kirchen, dass sie diesen Anlass nicht als Event sehen, sondern als eine Möglichkeit, dass Jesus einbrechen kann in unser Land, in unsere Stadt und sie selber es zu ihrem Anlass machen, indem sie im Vorfeld schon Kontakte knüpfen, vielleicht Alpha-Kurse machen und auch hinterher das, was an ihren Freunden da mitgekommen ist, auch ins Stadion, da werden sicher Tausende von Menschen mitkommen, dass sie diese Menschen auch begleiten können nachher. Also für mich ist das viel mehr als nur ein Event. Das ist für mich ein Zeitpunkt Gottes, den er für uns gemacht hat und den Ben Fitzgerald da gesandt hat, um uns da einfach zu helfen für etwas, was wir wahrscheinlich so nicht hingekriegt hätten. Für alle, die noch nie davon gehört haben, Awakening Austria im Ernst-Happel-Stadion vom 13. bis 16. Juni. Genau. Es werden zigtausende Christen erwartet, und zwar von allen Konfessionen. Es gibt ein Kernteam, was auch eine ganz breite Repräsentanz hat, von katholisch bis freikirchlich. Und hoffentlich werden nicht nur Christen im Stadion sein, sondern auch solche, die es noch werden wollen. So ist es. Besonders die Abendveranstaltungen am Donnerstag, Freitag, Samstag, die sind nach außen gerichtet. Die sprechen die Sprache der heutigen Gesellschaft, auch der jungen Gesellschaft. Das wird laut und wirklich sehr fröhlich und irgendwie wahrscheinlich auch sehr ausgelassen sein mit starken persönlichen Zeugnissen, was Jesus im Leben der Menschen gemacht hat. Also dafür kann ich nur jeden einladen, nehmt die Freunde mit und seid dabei. Es gibt ja viele Menschen, die negative Assoziationen mit der Kirche haben. Ich denke da auch ganz konkret gleich an einige Kollegen.
die man normalerweise nicht in einen Gottesdienst einladen könnte. Zu einem christlichen Event im Stadion schaut das natürlich anders aus. Ja, ja, das wird Highlife sein. Und es ist nicht vergleichbar mit einem Gottesdienst in einer Kirche oder in einer Gemeinde, sondern das ist ein Event, eine Eventveranstaltung, die wirklich die Seele berührt, die auch die Emotionen berührt und die von der Aussage her ganz klar christozentrisch ist, auch wenn es nicht hochtheologisch ist. Aber es ist zeugnishaft, was Jesus im Menschen, in einzelnen Menschen alles bewirkt, wenn sie ihm das Vertrauen schenken. Danke, Walter Bösch. Für dich persönlich als Pastor der Pfingstgemeinde und auch als einer der Männer, die Ökumene in unserem Land weiterbringen. Bitte gerne. Let's awaken Austria. Yes, let's do it.